Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir. Ihr habt es sicher im Titel schon gelesen, ich bin schwanger. Oh mein Gott, und ich freue mich wirklich sehr, dieses Video machen zu können. Unter anderem eben auch, weil ich es euch endlich verraten kann. Ich habe wirklich lange gewartet. Aber man hat ja doch dann immer Angst, dass irgendwas vielleicht doch noch schief läuft am Ende. Und es ist ja natürlich auch irgendwie schön, so ein kleines Geheimnis mit sich rumzutragen. Aber trotzdem bin ich froh, es jetzt verkünden zu dürfen und euch einfach vieles, vieles, vieles von meinem Leben jetzt erzählen zu können, wie das alles so ist jetzt. Natürlich weiß man auch, dass das Risiko nie vorbei ist bis zur Geburt. Aber man muss natürlich irgendwann mal auch positiv denken, in die Zukunft schauen und sich sagen, es wird schon nichts passieren. Ja, so viel dazu. Ja, jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich ganz, ganz viele Fragen von euch. Die möchte ich euch natürlich auch beantworten. Ich werde euch natürlich jetzt nicht alles erzählen können in diesem Video. Aber das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten tun, in ganz, ganz vielen Videos rund um das Thema Schwangersein. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ihr habt mich ja schon in meiner ersten Schwangerschaft hier auf meinem Kanal begleitet und ihr solltet es natürlich auch beim zweiten Mal gerne tun. Und da auf diese Reise nehme ich euch natürlich gerne mit hin. Dieses Video dient also so ein bisschen zur Info, dass ich schwanger bin und trotzdem möchte ich euch einiges erzählen heute. Ich bin jetzt mittlerweile schon in der 19. Woche, glaube ich. 19. Woche, ja. Und ich hatte jetzt letzten Dienstag mein großes Organscreening beim Frauenarzt. Da guckt man ja nach, ob alle Organe in Ordnung sind beim Kind. Und es ist alles gut und ich bin sehr, sehr glücklich. Ich kann euch übrigens auch gleich mal mein Babybäuchlein zeigen. Obwohl ich sagen muss, dass ich es wirklich nicht sehr groß finde. Also ich finde meinen Bauch irgendwie ziemlich klein für den 5. Monat. Aber das kommt auch manchmal so ein bisschen darauf an, ob es morgens oder abends ist und ob man gerade gegessen hat oder nicht. Aber gut, dazu gleich mehr. Arthur, unser erster Sohn, war ja ein Unfallbaby. Also wir haben uns natürlich am Ende sehr gefreut, dass es so gekommen ist. Aber tatsächlich war die Schwangerschaft von Arthur, von unserem ersten Sohn, nicht geplant. Aber dieses Baby ist auf jeden Fall ein sehr geplantes Baby und auch ein absolutes Wunschkind. Wir haben auf jeden Fall immer schon gesagt, dass wir nicht so viel Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Kind haben möchten. Und wir hatten immer schon uns gesagt, okay, wenn Arthur 2 Jahre alt ist oder ein bisschen älter, dann wollen wir damit starten. Und wir haben gestartet dieses Jahr im Mai. Und ich muss euch sagen, es hat beim ersten Mal funktioniert. Und das ist wirklich, wirklich ein Traum. Also das ist der Traum einer jeden Frau. Man möchte ein Kind, man versucht es und es klappt beim ersten Mal. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, denn man hört so viele furchtbare und traurige Geschichten, dass es bei vielen Pärchen nicht funktioniert, nicht klappt, dass sie ewig darauf warten und hinarbeiten müssen. Das kostet natürlich sehr viel auch an Nerven. Das war jetzt bei uns nicht so, Gott sei Dank. Also es hat tatsächlich beim ersten Mal funktioniert. Und übrigens habe ich im Mai, also vor ein paar Monaten, auch ein kleines Video dazu gedreht. Ja, das zeige ich euch kurz. So, wir haben ja vor ein paar Tagen einen Schwangerschaftsfrühtest gemacht, der negativ war. Die Gefühle waren gemischt, einerseits traurig, andererseits okay, das muss nichts bedeuten. So war das, genau. Und 3 Tage später haben wir nochmal getestet, sprich heute Morgen. Und ich bin schwanger. Oh mein Gott.
Wir haben ihn gemacht, wir haben einen zweiten Strich gesehen im Fenster. Er war zwar leicht, aber er war zu sehen. Ich bin sehr glücklich und erleichtert. Ich meine, beim ersten Mal, also beim ersten Versuch schwanger zu werden, Jackpot. Ja, ihr seht, das Video ist schon einige Monate alt, aber ich habe es damals aufgenommen und ich finde es total süß, sich das heute anzugucken. Ja, also es war tatsächlich so, wir haben einen Schwangerschaftsfrühtest gemacht, ungefähr so 12 Tage nach dem Eisprung oder nachdem wir halt Sex hatten, und der Schwangerschaftstest war negativ. Und ja, ich muss sagen, obwohl ich mir gesagt habe, hey, gar kein Problem, wir versuchen es jetzt einfach, wir starten jetzt und wir lassen uns Zeit und es dauert halt so, wie es halt dauert. Und als dann dieser Schwangerschaftstest, dieser Frühtest negativ war, puh, da muss ich sagen, da war ich schon enttäuscht. Und ich war sehr verblüfft darüber, über meine Gefühle, weil also man nimmt es ja an, dass es nicht funktioniert, ja, beim ersten Mal. Und das ist ja auch gar nicht so unnormal. Und trotzdem muss ich sagen, war ich schon etwas enttäuscht und traurig. Und ja, also ich war schon traurig, muss ich sagen. Und mein Mann hat dann gesagt, Melody, das hat nichts zu bedeuten, lass uns das einfach in ein paar Tagen nochmal machen und dann schauen wir weiter. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, wenn ich jetzt beim ersten Test so eine Gefühlslage habe, eben, wie müssen sich Pärchen fühlen, die das zum x-ten Mal machen, ja? Und deswegen hat es mich auch so wahnsinnig verwundert, dass ich eben so traurig war, weil, mein Gott, das war das erste Mal, der erste Schwangerschaftstest, also eigentlich nichts Ungewöhnliches. So, auf jeden Fall haben wir dann 2 Tage später nochmal getestet. Das war ganz früh morgens, Arthur hat noch geschlafen, wir waren beide im Bett, mein Mann und ich, und ich habe also den Test gemacht, dann haben wir ein paar Minuten gewartet und dann haben wir drauf geguckt. Wir hatten so einen Test, wo so ein Streifen entweder erscheint oder eben nicht, und tatsächlich ein Streifen ist erschienen im Fenster rechts, und zwar ganz, ganz leicht, aber trotzdem so, dass man ihn sehen konnte. Und oh mein Gott, ich konnte mein Glück kaum fassen. Man ist total verwirrt, man ist glücklich, man kann es auch kaum glauben, dass es so schnell funktioniert hat, dann letztendlich trotzdem. Und man ist super glücklich und ja, man weiß irgendwie gar nicht, was man als erstes machen soll, ja. Eigentlich kann man ja gar nichts machen, also du kannst ja wieder jetzt sofort irgendwie alle anrufen und sagen, du bist schwanger, da möchte man ja doch noch erst so einen Termin beim Frauenarzt abwarten und überhaupt, es kann ja immer noch was passieren, so besonders wenn es so früh ist. Ich meine, das war 2 Wochen, nachdem wir es probiert hatten, also gemacht hatten. Und ja. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment und irgendwie denkt man sich dann so im Nachhinein, habe ich wirklich diesen Streifen gesehen? Habe ich diesen Streifen wirklich gesehen? Aber ja, er war da und alles gut. Ich bin dann ein paar Wochen später zum Frauenarzt gegangen, er hat es bestätigt und dann war wirklich, ja, alles gut. Und ja, jetzt freue ich mich also, euch hier mitzunehmen auf meine Schwangerschaftsreise, auf die zweite. Und Arthur und das neue Baby werden 2,5 Jahre Unterschied haben. Der Termin ist für Januar geplant, also eigentlich noch ein bisschen hin und doch sehr nah. Ja, ich bin ja schon bei der Hälfte. Und ja, wir freuen uns sehr. Es gibt auf jeden Fall ab jetzt hier auf diesem Kanal natürlich wieder ein bisschen mehr Mama-Zeug, aber natürlich trotzdem weiterhin andere Videos für Zuschauer hier auf meinem Kanal, die eben keine Mama sind, vielleicht keine Mama werden wollen und trotzdem so ein bisschen mitverfolgen wollen, was ich so treibe in meinem Leben. Ja. Aber auf jeden Fall wird es nächste Woche jetzt erstmal ein Schwangerschaftsupdate geben, und zwar wie die erste bis zur 12. Schwangerschaftswoche für mich war. Da gibt es einiges zu erzählen. Ja, da ist nämlich einiges anders gelaufen als bei Arthur und das werde ich euch erzählen. Ja, so viel dazu. Und jetzt wollte ich euch natürlich auch noch mein Bäuchlein zeigen und das mache ich jetzt. So, Kinder.
Es geht los. Ich bin hier im Gammellook. Und du. Oh Gott, der sieht jetzt echt riesig aus. ja, das ist mein 5-Monats-Bauch. Und wenn ich ihn einziehe, ja doch, dann sieht man hier auf jeden Fall schon eine richtige Wölbung. Und da ist also mein zweites Baby drin. Ja. Was wird es wohl? Ein Mädchen oder ein Junge? Auch diese Frage werde ich in den nächsten Wochen beantworten. Ja, meine Lieben, das war's für diese Woche mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise und stellt mir bitte auch ganz viele Fragen hier unten in die Infobox, in die Kommentare. Vielleicht kann ich sie ja nächste Woche dann bei meinem Schwangerschaftsupdate beantworten. Also alles, was euch interessiert, bitte unten reinschreiben. Und schreibt mir auch gerne, wer mit mir mitkugelt. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und ich freue mich generell einfach immer, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Ich freue mich immer zu lesen, was ihr mir zu schreiben habt. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Unter Kochen mit Melody bin ich zu finden. Da gibt es natürlich auch ganz viele Insta-Stories und Posts. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag und tschüss.